Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Horse in Eventing. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid. Und ja, ich würde auch ganz gerne gleich loslegen, denn ich habe ein bisschen was vor heute. Zum einen würde ich diese Woche ganz gerne mein Ticket in den Lostopf werfen, denn diese Woche ist es ein irisches Sportpferd, ein Stütchen. Und ja, die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Da würde ich ganz gerne mein Glück mal versuchen. Die Süße ist ein Chocolate Palomino und hat in allen drei Disziplinen die Bewertung Elite. Ja, also richtig schickes Stütchen, 3 Jahre alt. Und ja, ich würde sagen, ich versuche da mal mein Glück. Moment, so. So geht's, ja. So, wir werfen also unser Los in die Lostrommel und ja, drücken uns da mal ganz doll die Daumen, dass wir die Hübsche bekommen. Da mache ich mir allerdings mal keine allzu großen Hoffnungen, denn für gewöhnlich bin ich jetzt nicht unbedingt ja, der Gewinnertyp. Sagen wir es mal so. Aber naja, vielleicht haben wir ja Glück und vielleicht werde ich auch noch das ein oder andere Los hinterher schmeißen, wobei mich jetzt mal interessieren würde, ob mich jetzt dann ein weiteres Ticket 1000 Eden Bucks kosten würde. Ich würde sagen, das probieren wir auch einfach mal aus. Wir geben jetzt hier einfach mal, 4 würde ich sagen, ein. Ne? Dann haben wir 5 von 20 möglichen Losen, also man kann maximal 20 Lose in den Lostopf schmeißen. Eins haben wir drin, also würde ich jetzt mal 4 hier eingeben und dann schauen wir mal, wie viel haben wir im Moment. 201.960. Probieren wir mal. Okay, also wir haben jetzt 5 Lose drin, aber haben immer noch 201.960. Okay. Hat uns jetzt also quasi nichts gekostet. Vielleicht liegt es am Ticket, was wir ja hatten. Und ja, wenn das so ist, würde ich doch sagen, machen wir das Ganze auch voll auf die 20. Schauen wir mal. Ah, jetzt hat es abgezogen. Okay. Okay, alles klar. Hat einfach nur ein bisschen gedauert. Aber egal, dann haben wir jetzt 20 von 20 möglichen Losen. Und ja, schauen wie gesagt mal, was dabei rauskommt. Ob wir vielleicht ein klitzekleines bisschen Glück haben. Wäre auf jeden Fall ein schickes neues Stütchen in meinem Stall und würde vor allem nicht das einzige bleiben. Denn das ist was, was ich heute auch noch mit euch vorhabe. Wir werden heute 3 Pferde fangen gehen aus der Wildbahn. Und aus der Wildbahn, das klingt auch interessant. Aus der Wildbahn. Und ja, dafür werden mich aber heute auch 3 Pferde verlassen für diese Quest hier. Free Range, natürlich muss man die Quests nicht unbedingt machen, aber ich würde sie schon ganz gerne so nach und nach abarbeiten, ne? Weil wir bekommen Geld dafür. Und wenn ich ehrlich bin, gibt es im Moment auch durchaus 3 Pferde, die ich abgeben würde. Von daher ist die Gelegenheit gerade gar nicht so schlecht. Und zwar sollen wir 3 Pferde freilassen. Das wären bei mir die Startpferde tatsächlich. Denn Earl Grey und auch Libera habe ich nochmal ins Turnier geschickt. Das war ja auch wieder unnötig, ne? Sagen wir es mal so. Hätte ich auch sparen können. Und dementsprechend werden die 2 heute ja, in die hoffentlich schöne, saftige Prärie entlassen. Und genauso das kleine Fohlen Callisto. Der ist zwar wunderschön, aber den habe ich jetzt auch mal begutachten lassen. Und er hat leider 2 Average, einmal in Dressur und einmal in Cross Country. Und ein Superb in Show Jumping. Von daher würde ich sagen, sind es die 3. Weil ich werde mit ihm hier, denke ich, weder züchten noch großartig in Turniere schicken.
Und ja, ich würde sagen, der kleine Mann hier macht den Anfang. Manage your horse, set horse free. Und dann schauen wir mal, wenn du ein Pferd nicht länger behalten möchtest, kannst du es freilassen. The Karma Fairy, ne? Also keine Ahnung, das wird eine Institution sein oder ein NPC, bezahlt uns 1000 Edenbucks für ein erwachsenes Pferd, allerdings nichts für ein Jährling oder Fohlen. Und diese Aktion kann man nicht rückgängig machen. Wir sollten uns also ganz sicher sein, ob wir die Pferde freigeben. Das bin ich auf jeden Fall. Und wir können hier noch auswählen, ob das Pferd ganz aus dem Spiel dann herausgenommen wird oder ob wir hier ein Häkchen setzen, damit Adam, ne, das ist der NPC mit den Auktionen, oder ob er es dann raussuchen darf und wieder zur Versteigerung freigeben darf. Das können wir gerne setzen, das Häkchen, wobei ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich nicht in die Auktion kommen wird, weil wenn ich mich richtig erinnere, hatten die Pferde in seinen Auktionen immer mindestens zwei Elite und ja, haben meine Pferde definitiv nicht. Aber wie gesagt, wir setzen einfach mal das Häkchen und lassen den kleinen Mann frei. So, wie gesagt, für ihn bekommen wir nichts. Und dasselbe machen wir jetzt mit Libera, der Mami. So. Manage your horse, set horse free. Auch da setzen wir gerne das Häkchen. Und einmal freilassen. So. Sehr schön. Das habe ich allerdings nicht geguckt. Wir haben 182.960. Oder steht das hier irgendwo? Glaube nicht. Da achten wir aber jetzt bei Earl Grey mal drauf. 182.960. Und wir lassen Earl Grey frei. Und ja, wir haben die 1000 jeweils bekommen und wir bekommen nochmal 1100 Edenbucks für die Quest. Und ja, damit haben wir die Quest erfüllt. Die neue Quest ist wieder züchten. Alles klar. Und ja, dann würde ich doch sagen, begeben wir uns jetzt in die Wildbahn und schau mal, was wir hier so bekommen. Natürlich können die Pferde, die wir hier fangen, auch schlechter sein, ne? Das ist, ja, da kann man Glück haben oder auch nicht. Ich bin mal gespannt und ich würde als erstes ganz gerne ein Ticket nehmen, nämlich das hier. Das würde ich gerne mal ausprobieren, denn ich glaube, ich hatte mal im ersten Video, glaube ich, gesagt, dass es vielleicht dafür steht, dass man halt auf jeden Fall ein Pferd bekommt. Das möchte ich mal korrigieren, weil ich glaube, das heißt nichts anderes, als dass wir in dem Fall, wenn wir dieses Ticket nutzen, ja, die 3000 Edenbucks jetzt zum Beispiel in dem Falle nicht bezahlen, ne? Also, dass das halt nichts kostet, ein Pferd zu fangen. Davon habe ich noch drei Stück. Und da würde ich dann natürlich die teuerste Version nehmen, ne? The Beach. Und wir haben hier eine 25-prozentige Chance, ein Patterned Horse zu fangen. Ich bin gespannt. Und ja, ich würde hier ganz gerne ein irisches Sportpferd fangen. Und zwar eine Stute. Am besten schon 3 Jahre alt und wie gesagt, vorzugsweise umsonst bitte. Auch da schauen wir nochmal. 186.000 haben wir jetzt. Gut, dann Daumen drücken, ihr Lieben. Mal schauen, was da jetzt bei rauskommt. Und zack. Ja, ich würde sagen, wir haben nichts dafür bezahlt. Es sei denn natürlich, er lässt sich jetzt wieder ein bisschen Zeit mit dem Abziehen. Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube es eigentlich eher nicht. Und wir haben ein weißes irisches Sportpferd. Das schauen wir uns natürlich jetzt direkt erstmal an. Oh, wow.
Okay, Hallöchen. Nicht schlecht, also die ist schick, oder? Die ist auf jeden Fall schick. Gar keine Frage. Jawohl, okay. Aber wir möchten ja noch zwei Pferde fangen. Und da schauen wir mal, ich würde jetzt ganz gerne, da ich ja meine Sportponys gerade abgegeben habe, schweren Herzens, muss ich ja zugeben, ganz so einfach war das jetzt nicht. Würde ich sagen, wir fangen erstmal ein Stütchen. Auch gerne 3 Jahre alt. Und ja, was nehmen wir da? Wir nehmen mal Mountains, Champagne. Ich muss mal gerade gucken, die Tickets. Genau, ich habe nämlich noch ein Ticket, um ein Champagne Horse zu fangen. Und eins, um ein Silver Horse zu fangen oder Appaloosa. Ne, das heißt, wir haben je nach Karte, also je nachdem, ob wir Strand oder Berge nehmen, eine 25-prozentige Chance auf eine bestimmte Farbe. Und können das mit diesen Tickets hier uns quasi sichern. Und ich würde ganz gerne. Nehmen wir das Silver oder Champagne? Wir nehmen hier mal das Appaloosa-Ticket. So. Und schauen mal. Jetzt muss ich mal hier noch umstellen, sonst gibt das nämlich ein Barblut. Moment. Da ist es doch. Mensch. Sportpony-Stute, 3 Jahre alt. Appaloosa wäre nice. Und ja, wir klicken, ihr Lieben. Zack. White Frost Appaloosa Colored Sportpony Horse. Ja, jetzt bin ich gespannt. Aber wie ein Flitzebogen, ihr Lieben. Wir gucken nach. Okay, es hat irgendwie nicht so viel von dem Appaloosa, aber gut, das wird wohl an dem White Frost liegen. Das Appaloosa ist also so ein bisschen versteckt, würde ich sagen. Okay, dann haben wir jetzt zwei weiße Stütchen, ein schickes kleines Pony. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Richtig, richtig hübsch. Und ja, als nächstes würde ich dann sagen, fangen wir mal ein passendes Kerlchen. Und zwar Sportpony, ein Hengst oder sollen wir eine zweite Stute fangen? Nee, ich würde sagen, wir fangen einen Hengst. Und zwar diesmal ein Silver Horse, würde ich sagen. Und wir schauen mal. Patterned Mountains. Ne, wir können natürlich hier auf der Map mit der 25-prozentigen Chance auf ein Silver gehen, aber ist ja im Prinzip, ja. Ist jetzt halt die Frage. Wenn wir jetzt einen Ort nehmen würden, wo wir zum Beispiel dieses Champagne-Gel mit einer 25-prozentigen Chance finden, ist es dann jetzt so, dass wir mit dem Ticket auf jeden Fall ein silbernes, also mit einem Silver-Gel bekommen und noch zusätzlich die Chance haben auf ein Champagne? Oder? Ich glaube schon, oder? Kann man das so deuten? Naja, ich würde sagen, wir probieren es einfach aus, oder? Wir schauen nach. Also, Sportpony Hengst 3 Jahre alt und ja, los geht's. Silver Black Colored Sportpony, okay. Oh wow. Oh wow. Oh mein Gott. Der ist ja mal der Hammer, oder? Der sieht ja mal richtig gut aus. Richtig schick. Silver Black. Also, wow. Mir gefällt der gerade. Ja, ich bin sprachlos. Ich finde, die Farbe ist der Hammer. Richtig klasse. Ich hoffe, der kriegt eine richtig gute Bewertung. Das ist nämlich jetzt das nächste, was wir machen. Aber das können wir jetzt nur einmal machen, da wir keinen Premium-Account haben. Zum Thema Premium-Account kommen wir auch noch ein andermal.
Und zwar können wir, da wir keinen Premium-Account haben, nur dreimal die Woche ein Pferd begutachten lassen. Und zwar montags, mittwochs und freitags. Das heißt, wir haben heute Mittwoch. Eins können wir uns anschauen oder begutachten lassen. Da müssen wir jetzt nur mal überlegen, welches das sein soll. Also ich glaube, ich würde das Stütchen von den Sportponys erstmal begutachten lassen, oder? Was meint ihr? Aber ehrlich gesagt, bin ich jetzt bei ihm hier richtig neugierig. Also bei ihm würde ich es jetzt irgendwie echt gerne wissen wollen, ob wir da ein gutes Pferd gefangen haben. Oder eben, ne? Weil, wie gesagt, das ist Glückssache. Das kann auch total nach hinten losgehen. Ich würde sagen, wir schauen ihm mal nach. Ja gut, wir haben ja jetzt nur ihn als Hengst, ne? 1, 4, 5. Schauen wir mal. Ja, da kommt auch nur er in Frage. Ja, doch, bei ihm interessiert mich das jetzt am meisten. Wir schauen mal. Drückt mir die Daumen, ihr Lieben, dass wir da jetzt ein richtig tolles Pferd gefangen haben, weil farblich finde ich den, ja, ist der absolute Hammer. Und ich klicke. Oh, jetzt geht's los. Oh nein. Oh, schade. Schade, schade. Average in Dressage, Average in Cross Country und Superb for Jumping. Schade, schade. Ja. Aber die Farbe ist so klasse. Ach, ich weiß es nicht, ihr Lieben. Was sagt ihr? Behalten? Abgeben? Ich weiß es nicht. Also gefallen tut er mir unheimlich gut, aber das ist wie mit Callisto, ne? Er wird mir wahrscheinlich jetzt nicht, ja, so wahnsinnig viel bringen. Ja, muss ich mir mal überlegen. Und natürlich auch Namen. Mal schauen, was haben wir hier? Die haben ja jetzt alle nur noch Nummern. Reiter müssen sie auch noch zugewiesen bekommen. Und dann schauen wir doch erstmal bei der Stute hier. Wie könnten wir sie denn nennen? Ich würde sie mal Ice Queen nennen. Choose the name. So. Wir nennen sie Ice Queen. Und dann schauen wir mal, ob der Name geht. Die Namensgebung ist nämlich hier so ein kleines Drama. Deswegen habe ich auch meinen Stallnamen übrigens geändert in Edif Sport Horses und mir entsprechendes Zuchtkürzel ausgesucht. Da komme ich aber jetzt gleich noch zu. Wir probieren mal, ob der Name geht. Ach, Gott sei Dank. Okay, der Name funktioniert. Das war nämlich, wie gesagt, ein, ja, es war schon ein Drama. Ich habe nämlich die Stute umbenennen wollen, die ich ja ersteigert hatte. Die schwarze, die war ja auch nur eine Buchstabenkombination. Und ja, habe vieles ausprobiert. Dancing Queen alleine ging nicht, also heißt sie jetzt My Dancing Queen. Und auch mein Fohlen, das wir letztes Mal bekommen haben, die kleine süße Fuchsstute, die Sun Gold, wollte ich erst eigentlich halt nur Sun Gold nennen. Das hat aber nicht funktioniert. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe es noch nicht rausgefunden, aber ich vermute mal, dass auch in diesem Spiel ein Name nur einmal vergeben werden kann. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann nennst du deinen Stall um und suchst dir einen Zuchtkürzel aus. Das macht die Namensgebung dann definitiv einfacher. Gesagt, getan, Edif Sports Horses, ESH. Ja, dann ging es auf einmal. Ich habe das jetzt hinter den Namen gesetzt, das werden alle meine Fohlen bekommen. Weil vor den Namen finde ich dann doch recht unübersichtlich,
wenn man dann hier in den Stall kommt, ne, irgendwann hat man ja vielleicht doch mal 30 bis 50 Pferde und dann wird es sehr unübersichtlich, wenn das ESH immer vorne steht. Von daher habe ich es lieber dahinter. Ja, dementsprechend bin ich jetzt froh, dass Ice Queen sofort funktioniert hat, weil da kann ich ja jetzt schlecht meinen Zuchtkürzel hintersetzen. Die habe ich ja nicht gezogen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass die eine bessere Begutachtung bekommt und auch das andere Stütchen, für das ich mir dann auch noch einen Namen überlegen muss. Das werde ich mir aber dann mal im Off in Ruhe überlegen und werde auch entsprechend Reiter zuteilen. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir auch durch für heute. Wir haben also drei Pferde gefangen, drei Pferde abgegeben. Mit dem Hengst muss ich mal schauen, ob ich ihn behalte oder nicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Also sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, ihr Lieben. Wobei ich nächste Woche noch nicht weiß, ob und wie ich dazu komme, Videos zu machen. Es kann also gut sein, dass ich übermorgen schon mal eine Folge vorproduziere. Das ist dann also nicht mehr unbedingt ganz aktuell. Das werde ich euch aber dann wissen lassen. Und ja, wie gesagt, das war es für heute. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. In diesem Sinne, meine eine verabschiedet sich von euch. Habt einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.